Tendenzen an den Märkten spreche ich jetzt mit Andreas Wolf. Er ist Chefredakteur vom DAX Monitor. Wolf, guten Morgen. DAX startet heute mit einem kleinen Plus, gerade mal 20, 22 Punkte. Wie ist die Lage? Ja, schönen guten Morgen, Herr Groß. Die Lage ist immer noch sehr, sehr positiv, auch wenn wir ins Jahresbeginn etwas ausgeatmet haben und uns da wahrscheinlich auch noch bis Mitte des Monats ein bisschen dran beschäftigen werden. Aber vom Grundsatz her ist die Lage sehr positiv und solange wir oberhalb von der Marke von 9.200 Punkten bleiben und zwar bequem darüber bleiben, denke ich mal, werden wir auch dann im weiteren Verlauf sicherlich den Bereich von 10.000 Punkten in den nächsten Wochen erreichen. In den nächsten Wochen schon? Das ist ja relativ bald. Ja, das ist schon relativ bald. Das ist auch klar, weil immer noch Geld in den Markt hineinfließt, statt hinauszufließen. Also auch dieser kleine Rückschlag zu Jahresbeginn ist nicht wirklich davon gekennzeichnet gewesen, dass hohe Umsätze dazu geführt haben, dass Verluste angefallen sind am Markt, sonst wurden da Positionsbereinigungen vorgenommen. Das heißt, die Bewegung, die wir eigentlich praktisch seit Mitte letzten Jahres sehen, ist immer noch in voller Dynamik da. Und der Markt wird sicherlich darauf streben, diese 10.000-Punkte-Marke zu sehen. Das muss natürlich ein bisschen unterstützt werden, auch durch die eine oder andere fundamentale Nachricht. Und die wird ja jetzt angefüttert durch den Beginn der Berichtssaison. Schauen wir ein paar Einzelwerte an. Die Deutsche Bank ist gerügt worden von der BaFin. Was liegt an und was macht der Markt daraus? Naja, gut, es geht im Großen und Ganzen immer noch um die Aufarbeitung von all den Ungereimtheiten, wo die Deutsche Bank halt mit drin steckt, ob das jetzt der Libor-Skandal ist, ob es bei den Hypothekengeschäften eben immer noch Ungereimtheiten gibt. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen mehr so ein Ausschluss davon, dass innerhalb der Bank gewisse Zuständigkeiten und gewisse Hierarchien nicht eingehalten werden, beziehungsweise man eher einen Kampf innerhalb der Bank führt. Und das berührt den Markt allerdings insofern nicht, als dass er sicherlich davon ausgeht, dass da bald eine Bereinigung stattfinden wird. Denn durch die Ackermann-Ära ist da halt relativ wenig an Nachfolge aufgebaut worden und diese Diadochenkämpfe, die man da jetzt intern austrägt, werden halt nicht über einen längeren Zeitraum anhalten. Und wenn diese Klarheit geschaffen worden ist bei der Deutschen Bank, dann wird das wahrscheinlich auch einen etwas stärkeren Kursanstieg bei der Aktie geben. Das hat man vergangene Woche Freitag Absatzzahlen der amerikanischen Autobau beziehungsweise der Autobau insgesamt in Amerika. Da sind natürlich auch deutsche Autobauer sehr stark vertreten, nicht ganz so stark Volkswagen. Man enttäuscht ein bisschen. Inwiefern ist das bedenklich? Naja gut, also wir schauen da ja doch monatlich drauf und dann haben wir mal einen Monat, der eben ein bisschen schwächer aussieht und dann kommen wieder ein paar Monate in Row sozusagen in der Reihe, die wesentlich besser aussehen, gerade bei VW und der Markt reagiert eigentlich auch normal darauf, wenn es eben mal ein bisschen schwächer läuft bei VW. Aber man muss natürlich sagen, dass im Großen und Ganzen die Absatzzahlen gemessen an der Situation immer noch hervorragend sind, dass es da dann mal kleine Korrekturen geben wird und die Kurve nicht ständig steigt, ist klar. Aber auch die Gesamtsituation hier, was den Nachfragesektor angeht, hat sich nicht ins Negative verändert, sondern ist durchaus noch immer positiv. Es gibt halt nur Seasonal-Abhängigkeiten, also saisonale Abhängigkeiten, die eben dazu führen, dass es eben mal in der Kurve ein bisschen ruhiger zugeht. Janet Yellen ab Ende Januar dann offiziell im Amt. Was ändert sich da bei der Fed? Ja, das ist die spannende Frage, die man immer dann stellen muss, wenn sich eine fundamentale Veränderung in der Führungshierarchie ergibt. Und bei der Federal Reserve ist es vielleicht ein bisschen wie bei der deutschen Bundesregierung. Wenn dann auch zum ersten Mal eine Frau vorne dran steht, dann denke ich mal, wird im Grundsätzlichen sich was an der Form der Kommunikation ändern. Denn bei den Herren hat man immer so ein bisschen den Eindruck, sie spielen gerne Versteck, während die Frauen doch relativ klare Kommunikationskanäle und Formen nutzen. Und ich denke, bei Janet Yellen wird es einfach so sein, dass sie ganz klar kommuniziert, was sie beabsichtigt. Und da werden auch keine doppelten Messages dahinter stecken, wie wir das noch von Greenspan kennen, sondern sie wird
sich dann nicht aus der Reserve locken lassen und wird ihren Kurs fahren, der ja im Prinzip, sag ich mal, schon seit knappem Jahr auch von Ben Bernanke mehr oder weniger gedeckt wird, also praktisch schon vorbereitet wird. Und das wird sicherlich sehr interessant sein zu sehen, wie der Markt mit dieser Form der Kommunikation zurechtkommt. Andreas Wolf vom DAX-Monitor, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Ihnen schönen Tag, Herr Groß.